Heute geht es um Installationen und um einen Angriff aus der Vergangenheit. Hallo, hier ist der Tim von GData. Im Moment machen gefälschte Installationsdateien für das Videokonferenztool Zoom die Runde. Nach Berichten eines Forschers, der auf Twitter entsprechende Screenshots gepostet hat, kann ein solcher Installer dazu führen, dass auf einem System eine Ransomware installiert wird. Das heißt, wer seinen Zoom-Installer nicht aus einer offiziellen Quelle bezogen hat, sondern per E-Mail oder Sofortnachricht erhalten hat, der läuft die Gefahr, sämtliche seine Daten zu verlieren. Wir gehen jetzt mittlerweile in die dritte Woche Homeoffice. Das heißt, Videokonferenzen gehören bei ganz vielen Menschen schon zum Alltag. Das ist bei GData auch nicht anders. Ich selber bin täglich in mindestens 2 bis 3 unterschiedlichen Konferenzen. Aber wo immer es ein Programm gibt, wie zum Beispiel Zoom, das von sehr vielen Menschen benutzt wird und auf das viele Menschen auch wirklich angewiesen sind für ihre Arbeit, da sind auch die nicht weit, die davon profitieren wollen. Und eine Möglichkeit, eben auf fremde PCs Zugriff zu bekommen, ist die Verteilung von solchen gefakten Installationsdateien. Das heißt, die einzige Warnung, die ich euch an der Stelle mitgeben kann, ist: installiert die Software nur aus der offiziellen Quelle, von der offiziellen Zoom-Webseite. Ansonsten lauft ihr Gefahr, euch eine Schadsoftware einzufangen. Und wir bleiben bei dem, was es mit Zoom und diesem Angriff aus der Vergangenheit auf sich hat. Normalerweise ist es ja so, dass eine Videokonferenz eigentlich nur für die Leute bestimmt ist, die zu dieser Konferenz oder zu diesem Meeting eingeladen sind. Wer allerdings die Meeting-ID hat, der kann auch an einer Konferenz teilnehmen, die eigentlich nicht für ihn bestimmt sind und der eigentlich nichts von dem hören sollte, was dort gesprochen wird. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Unbefugte auf eure Sessions zugreifen können. Eine von diesen Möglichkeiten hat vor kurzem der britische Premier Boris Johnson sehr eindrucksvoll demonstriert. Da ist nämlich in einer Fernsehübertragung plötzlich die Meeting-ID zu einer Konferenz aufgetaucht, die von zahlreichen Regierungsmitgliedern genutzt worden ist. Die zweite Möglichkeit hat mit diesem Angriff aus der Vergangenheit zu tun. Es handelt sich eigentlich hier um eine Neuauflage eines relativ alten Angriffs des sogenannten War Dialings. Als das Internet noch so klang, haben die damaligen Computerfreaks mit einem War Dialer nichts anderes gemacht, als Telefonnummern nach und nach durchzuprobieren, bis sie Verbindung zu einem Computer hatten, auf den sie dann hinterher zugreifen konnten. Ein moderner War Dialer macht eigentlich nicht viel anderes, nur dass er eben keine Telefonnummern durchprobiert, sondern Meeting-IDs. Das schafft er in der Stunde bei bis zu 100 von diesen IDs. Ein Beispiel für War Dialing ist übrigens auch in einem meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten enthalten, War Games. Die Meeting-IDs bei Zoom sind normalerweise 9 bis 11 Stellen lang und das ist eigentlich eine super Länge, die man mit einem solchen entsprechenden Tool automatisiert ausprobieren kann. Die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, dass Unbekannte oder Unbefugte auf eure Meetings Zugriff haben, ist, ein Passwort für das Meeting zu setzen. Und das ist eigentlich gar nicht schwer, das kann ich euch auch eben zeigen. Dazu geht ihr einfach, wenn ihr ein neues Meeting erstellt, in die Einstellungen hinein. Da habt ihr im mittleren Bereich eine Option namens Passwort. Da müsst ihr einfach nur den Haken setzen. Da wird ein Passwort vorgegeben, das könnt ihr natürlich nehmen. Ihr könnt aber auch ein eigenes Passwort vergeben. Das ist die einzige Möglichkeit, sich vor unbefugten Zugriffen auf eine solche Videokonferenz zu schützen. Normalerweise ist das per Default aktiviert. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen das nicht der Fall ist. Wenn ihr also ein neues Meeting plant, dann guck im Zweifelsfall lieber nochmal genauer nach. Wenn du jederzeit Bescheid bekommen möchtest, wenn es was Neues von GData gibt, dann klick einfach hier auf den Abonnieren-Button, unten auf die kleine Glocke und du bekommst sofort eine Info, wenn GData ein neues Video rausbringt. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!